Frau Pfister, endlich. Wo ist mein Sohn? Ich muss mit Ihnen reden. Was hätte ich denn tun sollen, wenn Sie nicht kommen? Wir hatten Inventur im Supermarkt, das ging nicht eher. Ja, warum haben Sie nicht angerufen? Hab ich ja, aber es war ja ständig besetzt. Ja, weil ich die ganze Zeit Ihnen hinterher telefoniert habe. Warum kommen Sie nicht endlich mal zu einem unserer Elternabende? Um mich von diesen Muttis runtermachen zu lassen, ohne mich. René, komm. Frau Pfister. Tut mir leid. Ich finde das hier alles rührend, wie Sie sich kümmern. Aber ich darf rumrennen und meinen Sohn suchen. So ehrlich, Frau Pfister. Frau Pfister, Sie werden sich jetzt schon noch anhören müssen, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich weiß nämlich nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, dass René auf beiden Ohren schlecht hört. Und dass das vielleicht eine Erklärung dafür sein könnte, dass er im Kindergarten für einen Einzelgänger gehalten wird, wie Schwester Barbara mir erzählt hat. Mein Sohn ist ein Einzelgänger, weil er den anderen Kindern nicht fein genug ist und nicht jeden Tag mit neuem Firlefanz ankommt. Und wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich ihn da längst rausgenommen. Frau Pfister! Mama! Frau Pfister! Jedenfalls stimmt mit Renés Ohren was nicht. Und jetzt hat er sich auch noch einen Ausschlag geholt im Kindergarten. Und die behaupten, ich sei schuld und wollen ihn nicht mehr kommen lassen. Ich hab dir nie Schwierigkeiten gemacht, aber jetzt ich bin am Ende, Franz, ich kann nicht mehr. Ich will kein Geld. Ich will nur, dass du dich um ihn kümmerst, wenigstens bis er wieder gesund ist. Franz! René, das ist die Barbara. Was wollen Sie noch? Ich will Ihnen nur die Creme von Dr. Richter geben. Und bei der Gelegenheit wollte ich mit Ihnen reden. Kann ich mir schon denken. René darf nicht mehr in den Kindergarten. Nein, deswegen war ich doch mit ihm beim Arzt. Er hat zwar eine Infektion in den Ohren, aber die gute Nachricht ist, dass die Dermatitis gar nicht ansteckend ist. Und wenn er sich immer schön eincremt, dann... Oh Gott, was denn noch alles? Frau Pfister, wir wollen Ihnen nur helfen. Und wenn rauskommt, dass ich Sie hier reingelassen habe, bin ich auch nur meinen Job los. Das ist eine Bank. Ach, bringen Sie mich nicht auf dumme Gedanken. Wir hätten Geld nötig. Ja, ich auch. Was hast du gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht. War das der Vater, mit dem Sie telefoniert haben? Vater ist übertrieben. Darunter verstehe ich was anderes. Sagen wir, mit dem Erzeuger. Er zahlt also nicht. Er ist verheiratet. Und sowas wie ein uneheliches Kind wäre schlecht für seinen Marktwert. Dann ist es also doch wahr. Er ist ein prominenter Fußballer. Wer sagt das? Die Anke. Wieso, stimmt es nicht? Er behauptet, ich hätte es mit der halben Fußballmannschaft getrieben. Und? Haben Sie? Ja, dann. Warum lassen Sie sich das gefallen? Ich habe auch meinen Stolz. Und ich war jung und dumm und jetzt ist es sowieso zu spät. Ich verstehe. Ich nicht. Vor allem nicht, wenn sein Verein 4 Millionen Ablöse für ihn kassiert. Stimmt das? Soll in der Zeitung gestanden haben. Ja, Frau Pfister, umso mehr. Vor allem im Interesse Ihres Sohnes. Er braucht Sie. Und mit 2 Jobs können Sie das nicht. Ich tue, was ich kann. Egal, was die im Kindergarten behaupten. Den Ausschlag hat er sich jedenfalls nicht bei mir geholt. Und die Ohreninfektion hat er sich bestimmt im Kindergarten eingefangen. Und jetzt bitte, Schwester, es ist gleich 7 und ich habe noch nicht mal angefangen. Frau Pfister, wir helfen Ihnen, nicht wahr, Barbara? Sie gehen nach Hause und kümmern sich um Ihren Sohn. Gib mir doch mal den Zettel hier. Vielleicht gibt es einen Kopierer hier im Haus. Wir bräuchten es ungefähr 100 Mal. Es hat wohl wenig Sinn, Ihnen zu widersprechen. Wenig. Was ist das? Tu doch nicht so. Du weißt so genau, was es ist. Und halt mir bitte in Zukunft diese Nonne vom Leib, ja? Ja, es ist für die letzten Jahre. Und wenn du mir deine Kontonummer gibst, dann überweise ich dir monatlich was, okay? Wer von denen soll es denn sein? Dreimal darfst du raten.